Mehrere Versuche gab es für einen Tyrannenmord, aber sie sind alle gescheitert. Der bekannteste war im Juni 44 auf Adolf Hitler, der von Stauffenberg und den anderen Helden. Aber es gibt eine Vorgeschichte. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Nämlich vor 75 Jahren, im März 1943, sollte ein Flugzeug mit Hitler an Bord abstürzen. Doch die sibirische Kälte ließ das Attentat scheitern. Man sich für sein Gewissen verantwortlich fühlt, dass jeder Einzelne verantwortlich ist. Man läuft nicht der Masse nach, sondern man tut das, was einem das christlich geprägte Gewissen erlaubt und vorschreibt. Was daher beim Widerstand eine große Rolle für mich persönlich gespielt hat. Philipp Freiherr von Böselager, Jahrgang 1917, erinnert sich mit 91 zurück an den vielleicht bedeutsamsten Tag seines Lebens. Den 13. März 1943, als ein geplantes Attentat auf Adolf Hitler scheitert. Nach Stalingrad war klar, dass der Krieg verloren war. Es ging nicht mehr darum, einen Attentat zu machen, um Hitler zu stürzen, um das Reich in die Grenze von 38 zu halten, Österreich, Memelland, Sudetenland dabei, sondern ab 43 ging es nur darum, die Verbrechen zu stoppen. Die bekannt werdenden Verbrechen, besonders im Osten. Dort, bei Smolensk, ist Philipp von Böselager seit 1941 Adjutant des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte, Günther von Kluge. Eine Meldung ist es, die Böselager in ernste Zweifel bringt. Da stand als letzter Punkt in der Meldung 50 Gauner sonderbehandelt. Was haben sie mit denen gemacht? Ja, die haben wir erschossen. Wieso erschossen? Nach meinem Kriegsgerichtsurteil? Nein, nein, alle Zigeunerjuden erschießen wir. Das war das erste Mal, dass ich gehört hatte von einem SS-Obergruppenführer, also von oben, ganz oben, dass sie Zigeunerjuden erschießen. Böselager schließt sich dem Widerstandskreis um Oberst Henning von Treskow an, dem ersten Generalstabsoffizier unter Kluge. Anfang 1943 werden die Attentatspläne konkreter. Im März 1943 besucht Hitler den Frontabschnitt bei Smolensk. Auf dem Rückweg nach Ostpreußen sollen in sein Flugzeug zwei Bomben geschmuggelt werden. Englisches Fabrikat, getarnt als Cognacflaschen im Karton, eine angebliche Wettschuld. Treskows Adjutant Fabian von Schlabrendorf übernimmt die heikle Mission. Der Zünder ist ausgelöst, doch die Maschine stürzt nicht ab. Die Bomben sind im Frachtraum gelandet, wo die russische Kälte sie einfrieren lässt. Um eine Entdeckung zu verhindern, fliegt von Schlabrendorf am nächsten Morgen eilig nach Ostpreußen. Er tauscht die angeblichen Cognacflaschen gegen richtige aus und nimmt das Bombenpaket an sich. Bin mit dem Bombenpaket zur nächsten Bahnstation gefahren, wo ein Schlafwagenzug hielt, der jede Nacht von Ostpreußen nach Berlin fuhr. Dort hatten wir ein Abteil bestellt und in diesem Abteil habe ich das Paket aufgeschnitten mit einer Rasierklinge, habe den Zünder herausgeholt. Mit diesen Bomben bin ich dann weitergefahren, nach Berlin. Denn dort ist nur wenige Tage später ein neuer Anschlag geplant. Am 21. März 1943 eröffnet Hitler eine Ausstellung sowjetischer Beutewaffen im Berliner Zeughaus. Der Nachrichtenoffizier Rudolf Christoph von Gersdorf soll als Experte beim Rundgang erläutern. In seiner Manteltasche stecken die beiden Bomben, die auch Göring, Himmler, Keitel und Dönitz in die Luft sprengen sollen. Gersdorf hat den Zünder bereits aktiviert, doch auch dieser Plan misslingt. Es hat auch nicht geklappt, weil der Hitler nach 10 Minuten schon das Zeughaus verlassen hat, obwohl er ursprünglich eine halbe Stunde für die Führung vorgesehen war. Die gescheiterten Attentäter machen weiter. Immer in der tödlichen Gefahr, entdeckt zu werden, sind die meisten auch am Stauffenberg-Attentat im Juni 1944 beteiligt. Dass er bekanntlich ebenso scheiterte, wenn auch mit der größten Wirkung. Aber dieses war auch ganz besonders spektakulär, an das wir gerade erinnert hatten. Also im März 1943, am 13. März 1943, der Versuch, Hitler zu töten mit einer Bombe in einem Flugzeug. Dieser Versuch ist ebenso gescheitert.